Noch einmal Dia. Und das gibt Penalty. Das gibt Penalty. Und wohl auch die rote Karte gegen den argentinischen Keeper. Oh, fehlen. Ja, nicht Zunge ist vom Platz gestellt worden, sondern eben Basels Keeper. Mladen Petric geht ins Tor für diesen Penalty. Bekommt noch Anweisungen seines Goalies. Streift sich das Goalie-Trikot von Franco Costanzo über. Und hat jetzt die undankbare Aufgabe, diesen Penalty abzuwehren. Mladen Petric, der Mann für alle Fälle. Fragezeichen. Der beste Torschütze, ist er auch ein guter Torhüter? Michael Chrétien gegen Costanzo, Ersatz Petric. Und Petric hält den Ball. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Mladen Petric, Superstar. Jetzt hält er auch noch den Penalty von Chrétien. Unglaublich. Dieser Mladen Petric, er ist ja ein Zauberer, ein Hobbyzauberer. Hier aber hat er als Torhüter gezaubert und diesen Penalty gehalten. Ja, Jörg Stiel, die Goalie-Diskussion geht noch weiter. Auf einer Ebene, auf der wir das überhaupt nicht gedacht hätten. Mladen Petric, der neue Goalie-Star.